So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dem Zweitakter mit der Viertakter. Ja, heute ist wieder extrem geiles Wetter, so wie die ganzen Tage. Was ist jetzt eigentlich? Siehst du, geh mal, hier schon der erste Kandidat. Bist du mal runter unterwegs? Mann, Alter. Sitzt er wahrscheinlich so weit unten, dass er die Ampeln hier sieht. Ja, wir haben extrem geiles Wetter heute. Heute wären es 35 Grad. Fühlt sich auf jeden Fall wie 1000 an. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, richtig warm. Und wir brezeln heute auf jeden Fall mal eine Runde. Das letzte Video, was ich mit dem Brixen gemacht habe, war ja auch wieder ein bisschen her. Und da hatte ich ja auch noch nicht so viele Kilometer drauf. Jetzt sind wir schon bei fast 1000. Ich habe jetzt nur noch 50 auf der Uhr. Und ja, wenn wir die voll haben, dann kommt die 1000er Inspektion. Ja, dann steht die erstmal ein Tag bei Händler. Werden Ventile gemacht, Kette wird eingestellt. Hier ist schon ein bisschen schlaff. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist für mich noch, denke ich mal, so im Maß. Ist grenzwertig auf jeden Fall. Aber ja, die paar Kilometer hält man jetzt auch noch aus. Und ja, was wird noch gemacht? Keine Ahnung, müsste ich mal im Checkheft gucken, da steht alle drin. Mal vor einer Weile drin geschaut. Aber so halt wie Ölwechsel ist noch da. Wie gesagt, Ventile, habe ich glaube ich schon gesagt, ist mit drin. Und das war dann auch schon. Nicht halbet, nicht ganzet. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt, wie sie ist. Nach dem Ventil einstellen hier, der Effi, der hat ja gesagt, gut, der hat ja seine 1000er Inspektion hat er bei 5000 Kilometer gemacht, dass er da dann einen Leistungszuwachs oder eine Vmax von 10 km/h mehr hat. Nach den Einstellen, er hat es ja auch selber gemacht. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt hier hoch 10 km/h mehr rausholen, aber was ich euch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass der Tacho bis 90 geht. Also bei Wind, bei bergauf, also dauert zwar ein bisschen, im fünften Jahr ist wirklich nicht der schnellste, aber ansonsten geht die Kiste echt gut voran für ihre knapp 12 PS oder was sie hat. Kann man nicht meckern, in den Kurven geht es auch relativ gut und das ist schon top. Bloß nicht lächeln. Ah, Berliner. Die können sowas nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wie gesagt, 1000er Inspektion machen wir denn. Die nächste Inspektion ist dann bei 4000 Kilometer. Ist auf jeden Fall eine Weile hin. Kann man dann auf jeden Fall genüsslich mitfahren. Ohne dass man Kilometer sparen muss. Ich bin jetzt auch, keine Ahnung, ich habe 4 große Fahrten gemacht und bin jetzt schon auf die 1000 Kilometer. Ab und zu bin ich mal dann auf dem sehr späten Abend nach Feierabend dann noch eine Runde gefahren und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, das habe ich dann gebraucht. Wie gesagt, ist schon echt geil mit dem Ding zu fahren, ich kann da stundenlang vom Schwärmen. Es macht einfach so unglaublich Bock, wie im ersten Video, da ist es nicht anders gewesen und ja, bin gespannt auf jeden Fall, wie viele Kilometer die auch macht. Also ich habe ja jetzt schon das Maximalste gesehen, 25 oder 27.000 Kilometer. Was einer auf der Uhr hatte, war bestimmt auch die Euro 4 garantiert. Ist ja wie gesagt hier die Euro 5. Lassen wir uns einfach überraschen. Noch sind wir nicht so weit. So schnell werden wir da auch nicht hinkommen. Bis dahin. Ja. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist echt wieder ein Simson-Video. Ey, das wird mir ja langsam peinlich. Jetzt habe ich die Jute so geil gemacht. Und so viel dran gebastelt. Und jetzt fahre ich die nicht. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, dass ich die eigentlich nur zur Ausfahrten nehmen will. Und ja, ist mir wie gesagt echt zu schade darum.
Aber ich werde auf jeden Fall noch ein kurzes Video machen mit der Simme für die Leute, die schon sehnsüchtig darauf warten, mehr oder weniger. Und ja, und dann kann ich auch wieder 13 Brixen-Videos machen. Nein, Spaß. Ja, ich muss mich auf jeden Fall damit mal auseinandersetzen. Tunnel Gaskeben. Ich schwitze jetzt schon unter der Handschuhe, ne? Ey. Zum Glück kann ich mir auch nicht so eine dicken holen, sondern wirklich so eine dünnen Crossdinger. Wo fahren wir jetzt hin? Ich wüsste das ehrlich gesagt auch nicht. Boah, ich kann das Visier nicht zulassen, ne? Da staut sich gleich die Wärme drin. Ja, bisschen spät, wa? Boah, das ist einfach so mega geil, mit diesem Ding zu ballern, ey. Schade, ich wäre heute auch gerne ein bisschen mehr gefahren. Aber ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Kann ich ohne anderen mal machen. Und dann fahre ich mal ein bisschen mehr als die 50 Kilometer. Das ist auf jeden Fall richtig spuckewarm, ey. Und windig ist es auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, warum das auf jeden Fall so windig ist. Vorhin war das noch nicht so. Ja, mit dem Leerlauf hat sich übrigens auch geregelt. Ich sag ja, einfach ein bisschen einfahren und dann näht das wie Butter. Und dann kommst du auch im Leerlauf und alles keine Probleme, habe ich mir schon so gedacht, dass das so kommt. Und jetzt gleich mal hier wieder eine Steckdose basteln, das Ding. So, sehen, dass er hier mal kurz irgendwo anhalten, dass ich die GoPro wieder ans Kabel hängen kann. Ich habe vergessen, meinen Akku aufzuladen. Beziehungsweise der entlädt sich ja gerne mal. Ich lade den ja immer voll und dann nehme ich eigentlich den Akku raus. Beim letzten Mal habe ich es vergessen. Und ja, dann entlädt er sich gerne mal. Kannte Problem wohl bei GoPro. Ich habe mir noch immer Kinder bestellt. Das ist natürlich schlau. Jetzt bleiben sie da alle stehen. Ja, wenigstens eh vernünftig. Überholen sie den hier alle, sehen ja nicht, dass er einen Blinker anhat. Ja, furchtbar. Ja, Blinker, was hast du, diese Baustellenampel? Da stehst du dich dumm und dämlich. Mit dem Motorrad hast du ja immer noch Glück, dann kannst du dich nach vorne drängeln. Aber ansonsten stehst du dich da dumm und dämlich, wenn du damit Auto stehst. Ey, bist du besoffen, Alter? Du Alter? Du hast. Ey, das hätte mich bei Leben gekostet. Sie ziehen da einfach raus.
Ich komme da angefahren und sie ziehen einfach raus. Ich muss eine Gefahrenbremsung machen. Was soll denn das? Als ich rausgefahren bin, waren sie nur 50 Meter weit weg. Das kann nicht sein. Ich musste eine Vollbremsung machen, sonst wäre ich ihnen vorne auf der Motorhaube hätte ich hingelegen. Dann hätten sie ihren Führerschein verloren. Seien Sie sich das mal ich hab's auf Kamera. Ich wollte gar keinen Ärger haben. Ja, dann müssen Sie mal ein bisschen gucken. Und wenn Sie nicht sehen können, dann müssen Sie Ihren Führerschein abgeben. Also bei aller Liebe, aber das ist mein Leben. Sie gefährden mein Leben. Also ein bisschen gucken, ansonsten Führerschein abgeben. Das hätte auch ein anderer sein können. Ich kann super gut gucken. Nee, anscheinend nicht. Dann hätte ich jetzt hier nicht Gummi abfahren müssen. Also, bitte. Und bitte gucken. Junge, ey. Das sind sie, die Rentner. Also der ist ja trotzdem entspannt geblieben. Aber so was geht ja nicht. Ich war nur 50 Meter weit entfernt. Naja, hat er was mit der Augen? Oder was? Zieht er da einfach raus? Nur, was sagt ihr dazu? Unmöglich sowas, ohne Witz, unmöglich. Vor allen Dingen dann noch so frech zu sein und sagen, ich kann noch kicken. Nee, anscheinend ja nicht. Ich hab die Mutti da hinten ja nicht verstanden. Die wollte. Aber das ist mir eigentlich auch Rille. Kannst du mir schon irgendwie denken. Ich bin ja auch so einer, der kickt ein bisschen mehr oder auch für andere mit. Muss ja generell als Motorradfahrer immer vor anderen mitdenken. Hätte auch richtig blöd aussehen können. Ich habe nur eine Motorradjeans an und keine Motorradjacke. Und genau deshalb sollte man dann auch deutlich mehr gucken. Der ein oder andere, der guckt dann nur ja nicht. Aber das hätte auch anders aussehen können. Da ein bisschen mehr Stoff eben mit seinem Bemmi, dann wäre das auch gut gegangen. Ich hätte nur mal nach links oder nach rechts gucken müssen. Dann hätte ich da auf der Motorhaube liegen. Aber gut, er hat es ja eingesehen. Er war ja trotzdem entspannt, im Gegensatz zu mir. Ich war ja ein bisschen aufbrausend, aber das ist auch mein gutes Recht. Das hätte auch ein anderer sein können. Und dann wäre vorbei gewesen. Ey, das regt mich gerade richtig auf, so frech zu sein und sagen, ich kann doch kicken. Na, hab ich gesehen. Ja, wie gesagt, als Motorradfahrer musst du auf jeden Fall kicken. Auch für andere, für jede Kleinigkeit. Machst du nicht, bist du am Arsch. Das ist ein Bein weniger. Oder vorübergehend nicht verfügbar. So eine Aufreißer hin. Jungs. Könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Über sowas. Aber wollen wir mal nicht weiter drüber philosophieren, was hätte passieren können und was hätte nicht passieren können. Und bla bla. Wie gesagt, er hat es eingesehen. Mehr oder weniger. Und hat sich neu bedankt für die Weiterfahrt, die ich ihm gestattet habe, quasi. Und damit ist gut. Und damit haben wir das Thema auch abgehakt und können jetzt entspannt weiterfahren. So, an der Stelle würde ich auch sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich will das Video nicht wieder zu sehr in die Länge treiben. Ich denke, an Videomaterial haben wir auf jeden Fall mehr als genug, so dass er vor Langeweile nicht stirbt. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, wie fast immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!